so, als hätten die irgendwas Schlimmes, als hätte ich irgendwas gemacht. Geht gerade irgendein Gerücht rum oder sowas oder was? Was tut mir richtig leid gerade für Ellie. Ich habe gehört, Ellie soll angeblich ihre Videos, wo sie tanzt, faken. Sprich, was? Ja, sie kopiert alle ihre Moves. Okay, Leute, was ist euer Problem? Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit dem Kanal. Leute, heute ist Claudio wieder da und Claudio hat wieder mal einen Prank vor. Und zwar ist der heutige Prank so tun, als ob wir ein Geheimnis hätten. Also heute werden die Crew und ich so tun, als hätten wir ein Geheimnis vor Ellie. Ja, ich weiß, Freunde, Claudius fies, Claudio prankt die letzten Wochen nur Ellie. Aber Freunde, Ellies Studio liegt da direkt neben meinem und da passt es doch am besten, wenn ich Ellie pranke. So, Ellie ist noch nicht da und Danja ist auch noch nicht da. Ich bin der Erste anscheinend. Also Eva ist zwar schon unten, aber die Crew weiß schon von dem Prank. Das heißt, ich werde heute viel mit der GoPro filmen. Ich werde die GoPro mal heimlich irgendwo platzieren. Und dann werde ich so tun, als hätte ich immer ein Geheimnis vor Ellie. Ich werde ihren Namen oft erwähnen. Ich werde mit der Crew oft reden. Und sobald Ellie dann zum Beispiel in der Mittagspause in den Gemeinschaftsraum kommt, dann werde ich dann so tun, damit wir alle auf einmal so ruhig sein, damit sie glauben. Was ist denn los? Warum sind die alle so still? Ob das fies wird? Ja. Ob es lustig wird? Auch ja. Freunde, seid gespannt. Super, Freunde. So, die GoPro läuft und ich glaube, ich platziere sie mal hier vorne hin, bei der Fensterbank, weil dort wird Ellie niemals hingucken. So, es ist kurz nach 9, das heißt, Ellie kommt gleich. Ich werde jetzt einfach die Tür auflassen und werde so tun, als würde ich laut telefonieren und ich erwähne dann einfach ihren Namen und bin mal gespannt, ob Ellie dann zurückkommt und sagt, ey, Claudio, hast du gerade über mich gesprochen? Naja, mal schauen. So, Freunde, ich warte jetzt einfach ab und tue so, als würde ich telefonieren. Ja, genau. Ansonsten, ja, ich freue mich auch auf Weihnachten tatsächlich. Ist immer eine coole Jahreszeit, weil dort kann man schön entspannen und ist auch, ich mag zwar die Kälte nicht, aber ich muss einfach sagen, das Feeling ist cool. Geschenke, nee, ich habe noch keine Geschenke besorgt. Das, ich lasse mir immer so gerne Zeit damit, bis ein Tag vor Weihnachten tatsächlich. Leider, muss ich auch ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Und ja, aber hast du das von Ellie mitbekommen? Richtig schlimm, oder? Ja, was Ellie gemacht hat, ne, war richtig schlimm. Also das finde ich auch nicht so cool oder nicht schön, um ehrlich zu sein, aber kannst halt nichts machen, ne? Ist halt so. Muss jeder für sich entscheiden. Hast du meinen Namen gesagt? Ein Moment, ich rufe dich in 2 Minuten zurück. Oh, guten Morgen. Alles gut? Hast du meinen Namen gesagt? Nö, ich habe gerade Telefon. Nein, ich hab dich nicht gerufen. Du hast Ellie gesagt, aber Ellie? Ich hab nicht verstanden. Also ich hab's nicht verstanden, ich hab nur meinen Namen gehört. Ellie? Nee, ich hab nichts mit Ellie gesagt. Vielleicht Alien oder so, weißt du? Ja, okay. Also ich hab mich dann gedacht, alles gut, guten Morgen. Ja. Ja, nee, gerade war nur Ellie bei mir im Studio. Ja. Ja, ich weiß auch nicht genau. Sie hat anscheinend ihren Namen gehört. Aber du sag mal, aber. Okay. Freunde. Okay, ich muss jetzt schnell sein. Ellie hat jetzt schon leicht mitbekommen. Also Ellie hat jetzt eine kurze Reaktion abgegeben. Sie dachte, ich habe über sie geredet, aber habe ich nicht. Ich muss jetzt schnell in die Küche, weil ich weiß, Ellie ist angekommen. Ellie wird gleich nach unten gehen und in der Küche sich einen Tee machen wollen. Aber ich werde jetzt nach unten gehen und mit Eva so tun, als würden wir über Ellie reden. Also Freunde, ich bin jetzt hier. Eva, du weißt Bescheid. Ich platziere die GoPro jetzt gleich hier drüben hin. Wir tun einfach so, als würden wir über Ellie reden, sobald sie reinkommt. Weil ich glaube, sie müsste auch gleich reinkommen. So, ich platziere mal die GoPro hier hin. So, jetzt dürfte Ellie sie nicht mehr sehen. Ja, genau. Und. Ja, Ellie, ne? Ja, also das mit Ellie fand ich eigentlich heute Morgen auch nicht so cool, aber gut, Ellie ist dann halt manchmal so, ne? Ah, guten Morgen. Ja, das bin ich. Nix. Störe ich euch gerade? Nee, du störst nicht. Willst du dir Tee machen? Mach dir ruhig Tee, alles gut. Aber was sind wir? Ich hab ja meinen Namen gehört. Nee, nix. Wir haben über Albert Einstein geredet. Ja, ist klar. Also, hat der dieselben Initialen wie du, weißt du, so AL, so das vielleicht deswegen hast du jetzt gedacht, wir gehen über dich. Nee. Also, wenn irgendwas ist, dann kannst du mir sagen oder so, ne? Also, falls irgendwas falsch gemacht hat. Ist nicht. Hast du einen schönen Morgen gehabt? Ja, bis jetzt schon. Also, wie hier so. Gut, ich geh mal nach oben. Wir sehen uns später wahrscheinlich. Ja, Eva, wir reden später nochmal. Ja, wir reden gleich nochmal. Ich komm gleich wieder runter, Eva. Ja, bis dann. Okay. Habe ich euch irgendwie gestört beim Gespräch? Nee, hab mir irgendwelchen Quatsch erzählt, den er heute Morgen in seinem Adventskalender gelesen hat. Okay.
So, Freunde, es ist jetzt ein bisschen Zeit verstrichen. Ich würde sagen, heute Morgen fing es doch schon mal ziemlich gut an. Ellie hat gedacht, wir reden über sie. Wenn ich jetzt die Pranks alle hintereinander durchziehen würde, dann würde es Ellie ja merken. Und Ellie soll ja so denken, dass wir wirklich ein Geheimnis vor ihr hätten. Das heißt, ich gehe jetzt rüber zu Kathi und Kathi wird einfach Ellie bei WhatsApp aus Versehen schreiben, boah, hast du das von mit Ellie gehört? Ellie wird dann denken, oh, die Nachricht sollte eigentlich nicht an mich kommen. Und vielleicht wird sie dann ein bisschen verwirrt sein. Kathi? Ja? So, Kathi, hier ist die GoPro. Heute die GoPro, ach, du weißt gar nicht, worum es geht. Nee. Kathi, heute heißt es so tun, als ob wir ein Geheimnis vor Ellie hätten. Ich hab schon... fies. Ja, das... Du prankst schon wieder Ellie? Ja, ich prank schon wieder Ellie. Ich weiß, ich bin fies. Ich hab schon mit Eva begonnen, tatsächlich. Ich hab jetzt ein bisschen Zeit verstreichen lassen, so dass Ellie jetzt denkt, es ist nichts, ich hab ihn nur verhört. Aber du hast jetzt den Auftrag, Kathi... Was für ein Geheimnis haben wir denn vor Ellie? Das ist egal, wir haben kein Geheimnis vor ihr. Ach so. Du hast vielleicht den Auftrag, du wirst aus Versehen an Ellie eine WhatsApp-Nachricht schreiben und sagen, hast du das mit Ellie schon gehört? Und sobald Ellie dann kommt, oder da kannst du auch, sobald du merkst, Ellie hat die Nachricht gelesen, kannst du nach ein paar Sekunden dann die Nachricht löschen und schreiben, ups, sorry. Und Ellie wird wahrscheinlich dann hier in dein Studio kommen, bin ich mir sicher, weil es liegt ja hier nebenan. Und dann wirst du sagen, nee, ich meinte eine andere Ellie, kannst du ja sagen. Okay. Genau. Meinst du, sie fällt dann auch rein? Das ist ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Wo stellst du die Kamera hin? Ich überlege gerade, ob ich die Kamera da oben hinstelle. Ja, kannst du machen. Ich glaube, ich stelle die da oben hin. Oh, Kathi, das wird so unangenehm. So. Okay, gut, dann schreibe ich den jetzt mal, oder? Ja, schreib Ellie mal. So viel Spaß, Kathi, ich muss hier weg, sonst merkt sie es. Okay, ich schreibe die Nachricht an Ellie. So, ich habe die Nachricht gesendet. Jetzt gesendet. Boah, hast du schon das von Ellie gehört, habe ich geschrieben. Und, auch schon gelesen, blauer Pfeil. Jetzt lösche ich schnell wieder. Sorry, war nicht für dich. So, und dann warte ich jetzt mal. Oh. Hey! Hallo? Hey! Was war das für eine Nachricht? Also sorry, war nicht für dich. Bloß es war gelöscht, aber ich habe das ja noch lesen können. Verstanden, da. Ja, das mit dem, also was von mir gehört? Ach so, nein, du warst gar nicht gemeint, deswegen habe ich das gelöscht. Sonst? Wollte das eigentlich so eine andere Ellie? Als ob eine andere Ellie, so ganz zufällig. Es geht um eine andere Ellie und deswegen habe ich das wieder gelöscht. Ich habe heute Morgen Claudio schon irgendwas, wie ich komme, hat Claudio auch irgendwie telefoniert und hat irgendwie meinen Namen auch erwähnt, keine Ahnung. Er meinte, also er hat alles abgestritten, dann bin ich halt in der Küche gewesen, weil ich mir ein Tee machen wollte unten. Und da habe ich halt auch Claudio und Eva irgendwie in irgendein Gespräch gestört, also die haben halt auch meinen Namen gesagt und keine Ahnung, das hört sich so an, als hätten die irgendwas Schlimmes, als hätte ich irgendwas gemacht, keine Ahnung. Jetzt kommt deine Nachricht, ich weiß nicht, was ist denn? Geht irgend so ein Gerücht rum? Ja, die war eigentlich nicht für dich, die Nachricht. Also, ja, das ist mir schon klar, aber geht gerade irgendein Gerücht rum oder sowas oder was? Oder ist es irgendein Prank oder so? Claudio meinte, es wäre nichts, aber keine Ahnung. Vor allem die Nachricht von dir. Nee, ist halt auch nichts. Also, mach dir keine Gedanken. Keine Ahnung, wenn du das sagst, so, aber ich weiß nicht, das passt nicht zu dir, dass du mir so eine Nachricht, also so, dass du über mich redest, ich will das nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu Claudio, ich denke, dass es wieder irgendein Prank ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habt ihr euch alle da eingeweiht oder so, kein Plan. Ich habe auf jeden Fall nichts gemacht, Kathi. Es fiel mir voll schwer, es tut mir auch voll leid für Ellie. Ja? Boah, du hast so gewartet. Ich hatte so direkt hier hinter der Ecke gewartet. Ich wollte gerade in die Kamera sagen, es tut mir voll leid, weil die Kamera so ein bisschen hin. Und eigentlich, wir verstehen uns ja so richtig gut, Ellie und ich. Und ich glaube, sie wollte sich so ein bisschen bei mir Hilfe holen. Und ich war so richtig gemein und meinte so, das war nicht für dich. Und mach dir mal keinen Stress. Es hatte gar nichts mit dir zu tun. Die war Nachricht war für eine andere Ellie und so. Und sie hat schon so ein bisschen gesagt, vielleicht ist es wieder ein Prank oder so, aber also man merkt ja auch irgendwie, sie macht sich echt Gedanken. Das tut mir nicht leid gerade für sie. Ja. Es wird doch nur noch eine Aktion und dann löse ich das Ganze auch auf. Es tut mir wirklich so leid. Wir müssen gleich auflösen, die arme Ellie. Aber Kathi, vielen, vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Es fiel mir nicht ganz leicht, also ich habe so, ich habe so versucht mitzuspielen. Vielen, vielen Dank, Kathi, dass du mitgespielt hast. So, ich löse das Ganze auch gleich aus. Wie gesagt, Kathi, nochmal danke und ja. Wir lösen das Ganze bald auf. Donny. Ja?
Du nimmst doch gerade mit Ellie. Bist du gemutet? Ja, ich bin gemutet. Okay, du nimmst doch gerade mit Ellie auf, oder? Ja, genau. Okay, sorry, jetzt kein Platz. Ja, kein Problem. Los. Schau mal, ich habe einen Prank an Ellie. So tun, als ob wir ein Geheimnis vor Ellie hätten. Ja. Eva und Kathi haben schon mitgespielt. Du bist jetzt der Letzte. Ah, okay. Genau, du bist jetzt gemutet. Du entmutest dich gleich im Discord. Okay. Und dann tun wir beides, als würden wir über Ellie reden. Und dann wird wahrscheinlich Ellie auch nach unten stürmen. Ja. Und wird dann wahrscheinlich richtig genervt sein. Aber dann lösen wir das Ganze auch auf und sagen, nee, Spaß, es ist ein Prank. Okay, und so. Klar. So, ja, okay. Ich platziere mal noch die GoPro. Ich habe die GoPro mitgebracht, die ist noch hier. Ja, okay, ich platziere die auch mal. Ja. Genau, ich schmier kurz hin. Ja, genau. So, genau. Du weißt jetzt, was Sache ist. Ja. Du entmutest dich jetzt im Discord. Okay. Ja, und dann reden wir über Ellie. Okay, alles klar. Was war dein? Ja. Okay, ich müde mich jetzt. Okay, müde. Hi Donny! Hi! Hast du das von Ellie mitbekommen? Nee, was denn? Boah, Ellie, ich hab gehört, Ellie soll angeblich ihre Videos, wo sie tanzt, faken, sprich. Was? Ja, sie kopiert alle ihre Moves. Alle ihre Moves, alle, die sie gesehen hat. Ich wusste es doch, ich wusste es. Ja, also Ellie kann gar nicht tanzen, Ellie kopiert nur. Ach so, ja, so genau. Ist es also. Ja. Also Ellie macht einfach alle Tanzschritte 1:1 nach von irgendwelchen anderen Leuten. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ich kenne das doch irgendwie. Ja, ne? Hab ich mir auch gedacht. Ja. Ich hab mir auch schon gedacht. Ja, und okay. Dann müssen wir mal schauen, ne? Ja, genau. Ja. Generell, Ellie. Ich bin generell, Ellies Tanzmoves sind jetzt nicht so dramatisch, also nicht so cool und alles, aber gut. Ja. Genau. Ja, finde ich auch. Vor allem dann, wenn es dann, wenn es darum geht, dann irgendwie so besondere Tanzschritte zu machen, ne? Ja. Und dann ist dann ja oft, das hat man ja schon mal gesehen dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Donny. Ja, und ja, glaube ich auch, ne? Donny ist aus dem Discord rausgegangen. Was? Ich glaube, sie ist schon auf dem Weg hier. Warte, ich muss die Kamera gleich erstmal verstecken. Ja. Ich bin mal gespannt, was sie gleich sagen wird. Und dann, ich hab Angst, Donny. Aber Donny, ich hab Angst. Was? Okay, Leute, was ist euer Problem? Was denn? Was ist euer Problem? Was denn? Was labert ihr von wegen irgendwelchen Tanzmoves geklaut? Ellie! Natürlich hast du deine Tanzmoves nicht geklaut, Ellie! Donny, ja. Es war Donnys Idee mit dem Tanzmus. Was ist mit euch, Mann? Ellie, du hast es vielleicht heute schon ein bisschen gemerkt. Ich habe die ganze Zeit so mit welchen, keine Ahnung. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es wieder irgendein Prank sein soll. Okay. Und der liebe Donny hat mitgespielt. Und ich muss auch sagen, Donny kam auf. Donny, ich schon dir gedacht. Donny kam auf die gute Idee zu sagen, ja, Ellie hat ihre Tanzmus geklaut. Oh. Ja. Oha, okay. Das war Donnys Idee. Okay. Nein, ey, es war nur ein Prank. Ja, und aber, kannst du dir erraten, welcher Prank es war? So tun, als ob wir ein Geheimnis vor Ellie hätten. Okay. Beziehungsweise einfach Peace sein zu Ellie. Ja, okay, ja, das passt eher, oder? Sinn. Ja, heute Morgen, wie gesagt, ich habe gehört, dass du meinen Namen gesagt hast. Du meintest ja, es wäre nichts. Dann bin ich ja in die Küche, euch ja gestört, Eva und dich, wie ihr irgendwie über mich geredet habt, keine Ahnung, irgendwas, dass ich irgendwas schlecht gemacht habe, kein Plan. Ja. Und dann kam auch noch Kathi, ich dachte so, wieso Kathi, weil das passt halt gar nicht zu ihr, diese WhatsApp-Nachricht und ich war so, Dann meinte sie, es ist nichts. Ja, und jetzt doch Donny, ne, dein Kumpane hier, Donny, mit dem du Also jetzt bin ich wirklich schwer enttäuscht, muss ich sagen. Das war's jetzt mit zusammen Videos aufnehmen. Ja, Donny, kannst alleine Zeug mit mir aufnehmen. Aber Claudio, ganz ehrlich, ne, der wievielte Prank war das jetzt bitte? Also du weißt, dass du auch irgendwann Mache bekommst. Was? Ne? Ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Ellie.